Ja, hi Kekas, ich grüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge, zu einer neuen Serie, die ich länger vor mir hingeschoben habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich da Bolle drauf, aber es kam immer was anderes dazwischen und deswegen kommt es jetzt mit Verzögerung. Es gab mal eine Umfrage dazu, ob ihr Munchkin gerne sehen wollt. Ja, Munchkin, da ist es, die digitale Version, ich habe mir sie geholt. Auch in weiser Voraussicht, weil es nicht mehr lange hin ist, bis ich vielleicht mal mit dem lieben Radengel gemeinsam was mache, wo wir dann einfach sagen, okay, wir spielen das mal zusammen. Aber damit ich es auch kann, muss ich es ja auch vorher spielen. Und da kann ich gleich dazu sagen, dass ich das angetestet habe, also aus meiner Sicht gestern, um mal so ein bisschen reinzufinden in Munchkin. Und ich muss sagen, zum Glück habe ich es gemacht, weil einmal war es lange her, als ich das letzte Mal das am Tisch gespielt habe. Und das andere ist einfach anders als am Tisch. Das muss man halt wissen, wenn man was Digitales spielt, aber daran muss man sich echt gewöhnen, auch an die Steuerung. Ich habe es dann geschafft, eine Partie gegen die KI zu gewinnen. Ja, aber es war nur eine Medium-KI. Aber immerhin fünf Gegner beim zweiten Anlauf, muss ich dazu sagen. Okay, sei es drum. Jetzt machen wir aber was anderes. Und zwar will ich mir die Kampagne mal angucken. Mit euch zusammen. Jawohl, du, ich, wir. Zwei. Schon sind wir zu dritt. Und es reicht dann beinahe auch, um das Spiel zu spielen. Ne? Okay, also, lokales Spiel müsst ihr da anklicken. Ein bisschen laut. Und da könnt ihr was ins KI sagen. Ich habe schon ziemlich runtergedreht. Glaubt mir, Leute. Kampagne! So. Staffellauf, okay. Ich kann jetzt noch nichts super duper Regeln anziehen. Ich kann, glaube ich, noch nichts machen hier großartig. Ja? Aha. Erstmal normal. Was ist denn der Staffellauf? Wird da irgendwas beschrieben? Nee. Aha. Okay. Ah, ich muss die Herausforderung erstmal schaffen, oder was? Aha. Oh, da gibt es ja ganz schön viel. Ui, da gibt es richtig viele Herausforderungen. Na gut, fangen wir einfach an. Schwierigkeitsgrad normal, wenn ein Spiel erfolgreich wegläuft. Ja, den muss ich noch bearbeiten, das bin ich jetzt nicht. Ich habe, glaube ich, hier noch nicht mal alles freigeschalten, glaube ich, ja. Gibt es irgendwas, was zu mir ganz gut passt? Der Ork oder der Drache? Der Ork oder der Drache? Der Ork. Ich spiele jetzt mal den Ork hier. So. Schwierigkeitsstufe. Nur wenn ein Spiel erfolgreich wegläuft, erhält eine Stufe. Wenn ein Spieler erfolgreich wegläuft, erhält er eine Stufe. Kann nicht die Gewinnstufe sein. Aha. Okay. Das ist ja interessant. Worauf habe ich denn nie langweilig? Immer ein Monster ziehen, das finde ich doch interessant. Dann machen wir mal das hier. Diese Kampagne machen wir, nie langweilig. Zu Beginn eines Zuges ziehen Spieler eine verdeckte Nicht-Monster-Türkarte. Spieler ziehen immer ein Monster bei die Tür eintreten. Wer von euch kennt denn alles, Munchkin? Wer von euch kennt denn alles? In die Kommentare packen. Ne? Okay, mal gucken. Wir haben zwei Gegner. Ted Drawlbooth und Sally Butter. Knife, ein Butterknife, genau. Und ich bin der nette Ork. So, erstelle deinen Charakter, den du Karten spielst. Das habe ich ja schon so oft jetzt falsch gemacht. Ich hoffe, dass ich diesmal einmal einsetzbar. Gegenstand. Okay. Wir haben eine Waffe. Eine spießige Kniehammer. Ja, ouch, Peak. Das klingt doch schon mal gut. Da können wir das schon mal ausrüsten. Was haben wir denn noch? Nur einmal einsetzbar. Da haben wir ein Monster, König Tut. I. Ja, ich will ein Krieger sein, klar. Ein Ork-Krieger, bitte. Also, noch ist man Mensch-Krieger, ne? Ich könnte auch ein Elf-Krieger sein. Oh ja, komm, lass uns ein Elf-Krieger sein. Perfekt. Also, wir haben plus eins auf Weglaufen.
Wenn ein Kampf scheitert, für jedes Monster, das du jemand anderen hilfst, zu töten, steigst du um eine Stufe auf. Also wir Elfen wollen helfen, ne? Das ist klar. Also wir sind Elfenkrieger und wir können Berserken. Du darfst nur diese drei Karten im Kampf ablegen. Jeder verleiht einen Bonus, einen +1 Bonus. Bei Gleichstand gewinne ich den Kampf. Also ich muss stärker als das Monster sein, das da auftaucht. Wer das Spiel noch nicht kennt, wir gehen das jetzt schrittweise durch. So, das ist nur einmal einsetzbar. Ich lieb's halt, wenn ich die Sachen auf der Hand habe. Okay, kein Spieler mit einer höheren Stufe als du darf deine Bitte ablehnen. Kein Spieler mit einer höheren Stufe als ich. Jetzt helfe im Kampf gegen ein Monster einzustehen. Darf nicht einmal nach einer Belohnung fragen. In einem Kampf, bei dem du den Hilfe oder Geschütze Hilfe genötigt wurde, kannst du die Siegestufe. Okay, was haben wir hier? Ein Klebefläschchen, okay. Kleberfläschchen. Einsetzbar, wenn jemand erfolgreich, egal warum, ein Kampf entkommt. Er muss seine Flucht noch einmal würfeln. Okay, weiter. Ich hatte meine Folge beendet. Barry, grüß dich. Schön, dass du da bist. Oh, ein Versicherungsvertreter. Oh nein. So, ich klicke jetzt mal einmischen, auch wenn ich es nicht will. Also, der hat eine Stufe von 14. Du musst halt stärker sein als dieses Monster. Und das ist sie jetzt nicht, ne? Das ist auf keinen Fall. Und der hat vier Schätze dabei, wenn man den besiegt. Ja? Und er hat eine Fähigkeit, eine Stufe zählt nicht im Kampf, bekämpfe ihn nur mit deinen Boni. So, schlimme Dinge, du verkaufst eine Versicherung, verliere Gegenstände im Wert von 1000 Goldstücken. Hast du nicht genug, verlierst du alles. Okay. Kein Problem, Barry. Ich könnte jetzt sie schon einklebern lassen, aber das sage ich nicht. Nee, sie darf fliehen. Sie darf fliehen. Ich habe auch nur Stufe. Ich habe nur Kampfstufe 2. Bigfoot. +3 gegen Zwerge und Halblinge. Nö, mach, was du da willst mit. Ja, wir ziehen halt jetzt immer eine Monsterkarte. Das ist halt natürlich. Hier geht's jetzt ab. Plumps. Ist am Anfang nicht schlimm. Wenn du gegen Monster verlierst, verlierst du halt Stufen. Es gewinnt der Spieler, der als erster Stufe 10 erreicht hat. Ich bin dran. Hat jemand schon einen großen Gegenstand hier irgendwie? Nö, das ist ein normaler Gegenstand. Oh, der ist groß. Hab den mal verflucht. Edgy Badge. Ich habe Angst vor diesem Raum. Den Fluch hebe ich mir noch auf. Ah, oh, die Harfien. Oh nein. Sie haben zwei Schätze dabei. Ich verlierst du zwei Stufen. Ich will den aber schon besiegen da. Ich glaube, ich nehme den flammenden Gifttrank. Ich brauche hier keine Hilfe. Jawohl, ich bin stärker. Attacke. Besiegen wir die Harfien. Jawohl, sie mischen sich nicht ein, meine Gegner. Ich habe ein Level-Up. Ich bin Stufe 2, weil ich die Harfien besiegt habe. Wunderbar. Und ich kriege jetzt meine drei Schätze. Supidupi. Dann gucken wir mal, was wir da kriegen. Oh. Astrid-Stiefelhammer. Oh, wie schön. Haben die irgendwelche Bedingungen gehabt? Ja, Death from Below. Jawohl. Bitte ausrüsten. So, was habe ich denn sonst noch? Spießige Knie, ein Kniegegenstand. Und das habe ich Schuhe. Und das da ist einfach nur 0815. So, ermöglicht automatisches Entkommen. Genau, nur einmal einsetzbar. Mein Fläschchen und Knieschützer der Verlockung, klar. Nö. Will ich schon mal irgendwas verfluchen? Noch nicht. Ich bin zufrieden mit dem Start. Sind der Stärkste jetzt hier, ne? Also meine Kampfgegenstände und meine Stufe ergibt meine Stärke. Meine Stärke ist jetzt 5. Oh Gott, nein, die Topfpflanze. Ja, danke, Barry, danke. Weiter. Die Harfien haben wirklich sehr schlechte Musik. Sehr, sehr schlechte. Ich liebe einfach dieses Spiel. Wir haben es so gerne am Tisch immer gespielt. Und es kaputt gelacht haben. Das ist großartig. Schnecken auf Speed. Du hast -2 auf Weglaufen. Ja, das juckt. Er bittet um Hilfe. Ja, mache ich das? Will ich den Schatz oder lehne ich den ab? Ich bin gemein, ich sag nee. Oh, Sally kommt dazu. Ich hab das fast schon gedacht. Das ist die Chance, ein bisschen Ärger zu machen.
Nein, jetzt habe ich mir selber ein Ei gelegt, ne? Oh ja, habe ich mir selber ein Ei gelegt. Das war nicht schlau, das war doof. Topflossen ist das schrecklichste Monster im Game. Du kannst deine drei Items für ein Level abverkaufen. Ich will aber meine Items nicht für ein Level abverkaufen. Hui. Mystikus. Ja, mal den Spielleiter an. Das ist eine meiner Lieblingskarten. Okay. Aber danke für den Hinweis. Ach, jetzt sind wir nur noch Stufe 4, ne? Zungendämon. Bäh. Du fieses irgendwas. Das ist schon ein bisschen hart. Weg hier, da würfel ich lieber nicht. Hätte ich doch lieber mal auf Barry gehört. So eine Samurai. Ja klar, du kriegst jetzt einen Galeert Oktaeder. Logisch. Du bist auch Stufe 3, ne? Schon Stufe 7. Okay, dann mischen wir uns ein. Los, kleiner Oktaeder. Sei schlau. Ach ja, jetzt verkaufst du die Karten in Stufe. Nein! Buh! Kann ich nochmal einmischen? Nee, das gilt nur. Nein, verdammt. Nein, ich habe mir einen Schatz mehr gegeben. Buh. Ich glaube nicht, dass wir hier erfolgreich sind. Keine gute Runde. Nein, 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 Ben Cash. So wird das nix. Die schon Stufe 5 und du bist letzter. Ein Hippogreif. Leider geht das alles immer so schnell. Du, schlimme Dinge, du wirst zerstampft und zermalmt. Auf deiner Flucht lässt du Dinge fallen. Beginnt mit dem Spieler vor dir. In Zugreihenfolge darf jeder Spieler eine Schatzkarte vor dir oder ohne hinzusehen aus deiner Hand nehmen. Jawohl. Verliere. Er hat ja nichts. Er hat ja nichts. Sechs Handkarten hat er. Aha. Okay. Was haben wir denn hier? Baby? Oh, ein Schatz weniger. Ja, besser als nichts. Oha! Wenn wir den runterzerken, hat er noch 13? Hä? Vielleicht haben sie ja noch was Nettes auf der Hand.
Ich teile zwei zufällige Sachen. Was schreibst du, Barry? Die bösesten Karten sind doch immer noch das Babyöl und der Kai. Piranha, ja, kann schon sein. Schön, dass du alles noch auswendig kennst. Ich bin da nicht so drin. Komm, ich gebe euch die Hälfte der Schätze ab. Wenn mir jetzt einer hilft, kriegt er die Hälfte der Schätze. Sie lehnen beide ab, das ist aber nicht nett. Na, dann müssen wir halt weglaufen. Tschüss, Mann. Das wird schwierig, noch was zu holen. Da muss jetzt schon dem Teufel zugehen. Das ist sehr kampfbetont. Kruftige Gebrüder. Oh, vertreiben, okay. Gespielt, hübsche Luftballons, okay. Sie ist stärker. Ja, König Tut. Unterstütze sie. Ah, sie stirbt, jawohl. Ich habe jetzt meine Untotenkarte, den König Tut, reingebracht. Du verlierst alle Gegenstände und alle Karten auf deiner Hand, machte er. Und sie wird um eine Stufe reduziert, wenn sie jetzt diesen Kampf verliert. Sie setzt jetzt einen Freundschaftstrank ein und hat jetzt nur noch König. Nein! Aber, okay. Ich darf den Raum plündern. Okay. Beides erstellt mit einem Mixer. Mhm. Ein Lama-Goblin, ja klar. Er verhaut dich mit seiner Krücke. Ich kann mich nicht einmischen. Easy Pick, easy Stufe ab. Danke, das so ein Gegner hätte ich mal gerne gehabt hier. Mit meinem Stufe 4. Hallo. Oh, wow, wow. Wow, echt auf nur Stufe 0 runtergesenkt für den nächsten Kampf. Das ist mies. Toledo? Was haben wir denn da? Mieser Spiegel. Du wurdest verflucht. Nur in deinem nächsten Kampf erhältst du keine Boni durch Gegenstände. Die einzige Ausnahme sind Rüstungsboni. Einer von dem nächsten Kampf eingesetzter Wunschring kann eine Flucht brechen. Was hast denn du überhaupt ausgerüstet? Das ist nichts. Das ist nur deine Stufe. Die hebe ich mir auf. Alles klar, eine laufende Nase. Tja. Da können wir machen, was wir wollen. Plumps. Stufe 1. Ich bin raus. Ich hab's verloren. Nein. Ja, klar, die Schummelnkarte. Die ist immer cool. Da kannst du Sachen ausrüsten, die du sonst nicht ausrüsten kannst und so weiter. Auch ganz witzig. Eine Hammerratte. Ja. Und bist du ein Priester? Ich brauch dringend einen Schatz. Ja! Yay! Nur von Zwergen benutzbar. Nein! Und ich habe dir auch noch geholfen. Was bist du denn? Ein Halbling. Süß. Mit einem geilen Helm. Und ein Breitschwert. Ja, viel Erfolg. Du bist ein Mensch, ne? Mensch, Zauberer, okay. Hui, ich kann ein Priester sein. Nee, ich bleib Krieger. Hilf mir, okay. Okay, das ist eine komplizierte Karte, eigentlich, könnte man meinen. Will ich irgendwas handeln, vielleicht mal?
wird safe nicht irgendwas Cooles herhandeln. Ja, wird mir mal mehr bringen als das andere. Das ist 300 wert, das ist 200 wert. Gib mir mal dein magisches Geschoss. Guck mal, das ist viel mehr wert. Danke. Sehr geil. Hä? Hab ich, achso, das habe ich jetzt in dieser Gegenstandstasche. Ah, stimmt. Ich darf das ja gar nicht annehmen. Ah, verrackt. Och, Ben. Also mit dem Messer. Regel. Kundig. Der hat Stufe 10. Ja, hat jemand Bock von euch? Grazie. Haha. Plumps. So, nochmal schnell ein Level abgemacht, dass ich überhaupt noch mithalten kann. Wie schön. Ein großes, wutendes Huhn. Gilt es bei ihr? Ja, sie wird aber trotzdem stärker sein. Stufe 2 Monster ist natürlich ein easy Pick zum Aufsteigen. Oh je. Yeah. Unsichtbarkeitsdrang? Okay, alles klar. Immerhin bin ich besser als Ted. Oh, du könntest jetzt ein Elf sein. Du bist ein Elf, okay. Hey, wir sind schon zwei Elfen und ein Halbling hier. Eine Amazone. Die wird von einer Frau in den Popo getreten. Hm. Ja, da gar keine Gegenstände. Ja, er besiegt die Amazone. Glückwunsch. Wow. Drei weitere Schatzkarten, okay. Helm der Tapferkeit. Yeah. Ausgerüstet. Limburger und Sardellen-Sandwich. Nur von Halblingen. Benutzbar. Gefrierender Explosivtrank. Skurre Regeln, dass ich berufen. Ja, danke. Danke. Yippie. Du verlierst mal zwei Karten. Hab ihr ein bisschen mal Schaden reingewirkt, aber das war nicht wirklich viel.
Och, nicht ein Gesichtssauger mit zwei Schätzen. Setze ich den Trank des Mundgeruchs ein. Jawohl, wir sind stärker. Danke, Ted. Oder so Tränke. Okay. Was eine miese Combo. Stark, stark gemacht. Okay, und auch eine Mithril-Rüstung und der Helm der Tapferkeit. Alles klar. Einen bekifften Golem. Alles klar. Er frisst dich, du bist tot. Die würfeln da viele Sechsen. Es geht mal was schief bei einem Gegner. Ich werd verrückt. Der Pavillon. Niemand kann dir helfen. Du musst dich dem Pavillon alleine stellen. Okay. Na gut, Trank des idiotischen Heldenmuts. Jawohl, was sagst du jetzt hier? Nichts mehr, was? Attacke! Yes, Mann. Ich wusste doch, dass ich den Pavillon besiegen kann. Eine Schweizer Armee-Hellebarde. Na, endlich bekomme ich mal sowas wie Waffen. Die ist nur von Menschen nutzbar. Nein! Und was kann die Ratte? Okay, du kannst diesen Gegenstand ablegen, um automatisch einem beliebigen Monster der Stufe 8 oder niedriger zu entkommen. Sogar dann, wenn du die Ratte am Spieß lediglich im Rucksack trägst. Nein, ich brauche die Ratte als Spieß, als Waffe. Jawohl, Elfenkrieger, das ist meine Ausrüstung. Hier, ich trete mit den Popotrittstiefeln und ich habe eine Ratte am Spieß als Waffe. Haha. Ja, und dieses Ding hier tue ich als getragen. Ich muss irgendwann mal Level-Ups machen. Tja. Flash! Die Ratte ist super. Ja, auf jeden Fall ist die super. Gibt es ja gar keine Frage. Grüß dich, hi. Schön, dass du einschaltest. Hast du dich eingezwergt? Du bist jetzt zum Halbling zum Zwerg geworden. Wie süß. Oh. Da will ich mich einmischen. Edgy Badge. Ratte am Spieß, so sehe ich deinen Ork-Barbaren, ja. Sie bittet jetzt um Hilfe. Nö, stirb. Wie
Mehr Situationskomik kann es nicht geben, ne? Ratte am Spieß, beste Waffe. Ja, den kommt auch immer. Die Mist hat man da, ne? Hier. Mensch. Lahmer Vampir. Möchte gern Vampir. Oh nein. Pikachu. Will ich da was gegen tun? Kann nichts gegen tun. Stimmedinge. Kotzstrahlangriff. Lege deine ganze Hand ab. Nein. Er schafft es. Und jetzt ist er Level 9. Nein. Die sind einfach zu weit schon weg. Ja klar. Okay, alles klar. Oh, noch ein Doppelgänger. Alles klar zum Beschwören. Okay. Du bist immer noch ein Priester, ne? Ich muss mit den Symbolen noch klarkommen. Dieb. Supermannschrin. Oh, die können Multiclassing betreiben. Geil. Wieso will er mir das immer anbieten, dass ich meine Klasse wechsle? Nein, ich bleibe im Ork-Krieger. Hallo? Verliere eine Stufe. Super. Hey, Ted. Stirb. Ein kreischender Depp. So, was hast du? Zwei Schätze, die will ich jetzt mal behalten. So, spiel diese Karte, während du dich im Kampf befindest. Nimm einen Gegenstand von einem beliebigen Spieler. In diesem Augenblick muss der Gegenstand den Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren machen. Mithril-Rüstung, die brauchst du doch nicht. Die kannst du mir doch geben, oder? Du kannst einen Gegenstand ablegen. Hä? Oh oh. Ja, also ich bin ein Elf, stimmt. Ich bin ja ein Elfkrieger. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich lasse mich da immer von dem Dings verwirren. Oh Gott im Himmel. Hilfe! Okay, ich darf nur die Sachen, ne? Ein magisches Geschoss ablegen. Also irgendwie verstehe ich jetzt gerade was nicht, aber okay. Okay, egal. Es hat funktioniert. Der hat auch noch plus 6 gegen Krieger, weißt du? Ist klar. Okay, das war eine Geburt. Ja, ich bin ein Elf-Krieger. Entschuldigung. Jetzt habe ich aber eine Mithril-Rüstung. Okay. Oh, ein Mietling. Ja, den hätte ich gerne noch mal. Unfaires Rapier. Darf ich das noch ausrüsten? Ja, ist eine Einhandwaffe, ne? Jawoll. Jawoll, jetzt habe ich... Oh, jetzt habe ich eine Ratte am Spieß als Waffe und das unfaire Rapier. Also jetzt bin ich unschlagbar. Ich bin der Stärkste hier mit 17. Haha. Ja, in der Baldur's Gate 3 Runde bin ich ein Ork, ja. Gefrierender Explosionstrank. Na, auf die hat er denn gespielt. Die Butterknife will helfen. Nö, stirb. Oh, nur mich gefragt, okay. Oho. Orks sind fette Elfen. Alles klar. Schon wieder entkommen. Die würfeln nur 5 und 6. Das ist keine Ahnung. Die müssten alle hier Blood Bowl spielen. Hier, da oben. Hier links. Och nö, jetzt. Buh. Haltet ihn auf. Was? Ein Handelsangebot. Was soll ich mit dem Mist? Nein. Schlechter Handel. Du kriegst nichts mehr von mir. Nein. 3872 Orks plus 6 gegen Zwerge an Stärke. Jawoll! Nice! Oh, so ein Mensch. Aber er holt sich einen Doppelgänger. Oh oh.
kann mich nicht so gut einmischen. Die Orks verlieren gegen Ted. Nein! Ted, Glückwunsch! Ja, klasse Dritter geworden. No, das haben wir nicht gewonnen. interessant, die Kampagne. Als nächstes machen wir. Oder die Ork-Belagerung. Wir machen die Piñata-Party als nächstes. Schwierigkeitsstufe normal. Alle besiegten Monster geben jedem Spieler einen Schatz zusätzlich zu den üblichen Belohnungen. Okay. Machen wir mal die Piñata-Party. Dr. Dragon und Deppy Axelrose sind meine Gegner heute. Mal gucken. Erstelle deinen Charakter. Ich kann einen Begleiter haben. Ja. Oh, der Genitalschoner, der ist immer gut. Schweizer Armeehellebarde. Bleibe ich Mensch? Und eine Riesenwalze, nur von Zwergen. Also, ich würde sagen, wir spielen vielleicht mal diesmal als Mensch. Wir nehmen auch einen Begleiter. Ah, nein, das war falsch. Naja, jetzt habe ich es falsch gemacht. So, Genitalschoner, jawohl. Ja, nur von Zauberern benutzbar. Ja, dann verkaufe ich es halt einfach. Ja, ich bleib jetzt erstmal Mensch. Bin kein Elf. Kann ich schon wieder ein Elf sein? Ist nett, mit neuen Kampfstärke direkt reinzukommen. Weiter. Bumm. Fürchterlich falsche Zähne hat sie. Und du? Du hast einen falschen Bart. Okay, ein Drache mit einem falschen Bart. Der Pterodaktyl. Jawohl. Oh, doch mal fehlgeschlagen. Wow, das ist ein bitterer Start für Dr. Dragon. Ich bin dran. Eintreten. Will ich auf Ärger aus sein? Was habe ich denn hier? Die Mondjungfern. Oh, mit leeren Händen muss ich sie bestrafen. Oder ich könnte die Amazone nehmen. ich bin auf Ärger aus. Attacke. Yes, Mann. Yippie. Depends on the cards. Stufe 2. Flup, flup. Und... Unsichtbarkeit und Trank und eine schleimige Rüstung und Babyöl, oh ja. Flammenrüstung, hey, so kriegen alle anderen was. Einmal einsetzbar. Och, wir machen gleich das Level ab. Aber hallo. Pizza. Schleimige Rüstung ziehen wir auch noch an. Super! Ein Mensch mit einer Schweizer Armee-Hellebarde, mit einem stacheligen Genitalschoner und einer schleimigen Rüstung. Ich hätte das gerne animiert. Was? Was willst du? Nein! Lass die Finger von meiner Hellebarde. Pfui, ich spiele diesmal einen Mensch. Ein Hippogreif. Ui, der ist stark. Weiter.
Und Abfluch, okay. Flammende Rüstung. Das passt zum Drachen. Oh, du kannst ein Priester sein, wenn du möchtest. Ah, du bist schon ein Krieger. Du bist ein Zwergenkrieger. Okay. Wir haben einen Zwergenkrieger hier, okay. Zumindest das müsste man irgendwie anders anzeigen. Naja, egal. Nachengold. Was? Ich halte keinen Schatz? Warte mal. Finde ich das so schlimm? Wenn die Hellebarde weg ist, verliere ich wie viel Stärke? 4. So, den muss ich jetzt ein Popo versohlen, den Mädels. Bumm. Level up ist Level up. Ich dürfte jetzt keinen Schatz kriegen. Singen, das ist ein tanzendes Schwert, nicht von Dieben benutzbar. Ja, die würden sonst entdeckt werden. Cool. Es gilt nur als Gegenstand, okay? Das flitzt so um mich rum, Mann. Alles klar, ich verstehe. Weiter. Ich dachte, ich muss es eigentlich in der Hand ausrüsten, okay? Okay, alles klar. I'm happy. Oh, da ist wieder Pikachu. Nö. Oh, Dr. Dragon kommt helfen. Der Zwergenkrieger haben es geschafft. Ein ganz heiliges Buch, okay. Einen scharfen Streitkolben, den können der Priester benutzen. Wappnen, das gibt nochmal zusätzliche Arme. Wunschring, okay, der verkauft hier gerade alles. Super. Mhm. Ja, Wut hat er bekommen. Nett. Fangen langsam an einzuholen hier, das gefällt mir nicht. Haha, die Piñata, wie schön. Mhm. Wenn die Piñata besiegt wird, zieht jedes Gruppenmitglied einen Schatz aufgedeckt. Es spielt keine Rolle, wer im Kampf teilgenommen hat. Okay. Wichtiger Sieg. Ja klar, ja, ich kriege halt nur einen gezinkten Würfel, alles klar. Cooles Tuch für harte Kerle, ich bin ja ein Mensch, das kann ich auch anziehen. Sehen.
Ja, also Stufe 6. Hey, Bu. Was darf ich im nächsten Kampf noch machen? Ich wurde schwer reingelegt. Aha. Ei, ei, ei. Der Napalmstab. Was? Kopfbedeckung auch noch weg. Ein Gegenstand einfach. Einfach ein Gegenstand. Hm. Ich könnte ein Menschenkrieger sein, ne? Schon wieder bin ich ein Krieger. Wow. Oh, nett. Und tschüss. Zwergenkrieger, Menschenkrieger, ist doch schön hier. Und Menschenzauberer haben wir hier. Mhm. Ja, und jetzt haben wir zu viele Zwerge. Ein Zwergenzauberer und ein Zwergenkrieger, alles klar. Ich bin auf dem Laufenden. Was? Nö. Alter. Niemand hilft mir im nächsten Kampf. Ruhe. Hm. So komme ich nicht vorwärts. Sammernder Schleim. Oh, der kann nützlich werden. Zwei Karten verlieren. Edge to Edge. Vier Schätze hast du. Wow. Sind jetzt alle Flüche hier weg? Ja.
700 krieg ich. Bin kurz am Level ab. Mal gucken. Ah, man kann nicht, wenn man der höchststufige ist, okay. Ich sag einfach mal weiter. Eine milde Gabe darf ich machen, okay? Ja, bitte. Drei Karten. Buh. Elf weg. Wieso das jetzt getriggert ist, ich habe keine Ahnung. Ehrlich nicht, keine Ahnung. Wahrscheinlich zu viele Handkarten und dann kriegt der Schwächste irgendwie, keine Ahnung. Alter. Das? Nein. Ein untotes Pferd. Okay, Handkarten mit überschritten und alles, was du abgibst, kriegt der Schwächste. Okay. Dankeschön, danke für die Info, Barry. Schön, dass einer aufmerksam zuguckt noch. Ich habe nicht mehr alle Regeln auswendig im Kopf, das ist es. Gib's echt zu. Rang der beeindruckenden Männlichkeit. Ja. Yippie. Easy.
Darf ich verkaufen und das Level aufsteigen? Wie war das nochmal? Oder ist es dann verbrochen? Normalerweise geht das, oder? Ich meine ja. Nein, das darf man nicht. Das darf man nicht, das muss man sich also erspielen. Okay. Ja, gerade eben gemerkt, Barry. Dankeschön. Nur durch Kampf. Okay. Ein Fungus. Oh, danke. Usuka, schön. Das wird noch knapp. Neutral und freundlich, okay. I don't know any German, but I wanted to see this game live. Thank you. Ja, okay, amazing. I try my very best to speak a little bit in English. I love the game. I love a long time on the board game, on the table. I love it. Really. I want to play it a little bit. On the computer. So. Okay. Dann würde ich sagen, eintreten. Okay. Yeah, thank you very much. It's in a sale on Steam in this time. With DLCs if you like. And you can watch the campaign on my YouTube channel in the next days. Okay, also, auf Ärger aus sein. Was machen wir denn da? Auf Ärger aus sein. Und jetzt spiele ich den Savantenschleim. So. Angriff, könnt ihr was dagegen tun? Und tot. Es reicht nicht. Weiter. Bam! Stufe 10! Sie haben es aber versucht. Aber, ja. Win a game without asking for help habe ich gewonnen. Ja, und noch eine Errungenschaft. Egal, wurscht egal. Sehr schön, wir haben es geschafft. Thank you very much. You're very welcome. So, und wenn wir jetzt da drauf klicken. Heroisch. Schwierigkeitsheroisch. Alle besiegten Monster. Alle besiegten Monster geben jedem Spieler einen Schatz. Zu sind die üblichen Belohnungen. Gegner sind alle Zwerge und Halbling, Halbblute. Okay. Cool. Okay, das reicht jetzt aber erstmal. Es geht halt ziemlich zügig voran, dieses Spiel. Das muss man halt auch wissen. man muss es eigentlich schon ein bisschen kennen, um es schneller zu verstehen, wie es geht. Aber ihr seht, ihr könnt halt Monster buffen. Ihr könnt auch, wenn die zusammenkämpfen, oder wir zusammenkämpfen, dann dein Charakter noch ein anderer. Kannst auch nochmal buffen und so Zeug und stärker werden. Ist einfach ein super witziges Spiel. Und ist natürlich nochmal viel witziger, wenn ihr es natürlich in der Gruppe spielt und nicht hier, so wie ich jetzt alleine. Ich wollte es halt die ganze Zeit mal bringen, das
gute Munchkin, weil ich mir einfach gesagt habe, das muss sein, das muss einfach kommen. Ich finde es halt einfach großartig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es so ist, dann lasst bei YouTube gerne ein Like da. Wer es noch nicht hat, den Kanal abonnieren. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in irgendeiner nächsten Folge. Vielleicht mache ich auch mal ein freies Spiel jetzt noch gegen die KI. Vielleicht mache ich auch eine weitere Kampagnenfolge. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, es ist schon herausfordernd und das spannend, diese Szenarien mal durchzuspielen und versuchen zu gewinnen. Aber ja, gucken wir mal. Okay, bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.